Und damit, meine lieben Freunde, sei herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Wir haben da letztens so einen kleinen Bossgegner hier vorne besiegt auf der Stelle. Haben hier schon die Beete wieder geholfen. Wir haben zwei Eulenstatuen gefunden, die wir auch schon platziert haben. Die stehen hier hinten. Aber die dritte Eule habe ich leider noch nicht gefunden. Ist halt auch der Güster hier noch alles verdorben, ne? Das müssen wir dann erst alles noch wegmachen. Und dann... Wie, das hat sich wieder verschlossen? Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Puh. Ist aber schön hier drinne. Oh, hier kriegen wir bestimmt die Bomben. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht hin. Sind wir hier überhaupt schon richtig, oder? Sind wir gerade ein bisschen zu früh? Ich habe nämlich das Gefühl, sie sind so ein bisschen zu früh hier abgebogen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus. Gucken nochmal draußen. Klippen in der Nähe des Dorfherzhöhlen sind von den Wellen. Was? Wellen eines alten Meeres vernarbt. Aha. Okay. Thank you.
bist du? Ah, hier ist auch so ein Häuschen. Ein Künstler aus längst vergangenen Zeiten hat eine riesige Statue in die Klippen des Kriegs... was? Kriegspfades? Ja, Kriegspfades gehauen. Okay. Hier geht's noch nicht weiter. Wieder bitte keine Zeit. Oh, und wieder Zeit. Holy fucking shit. Jo, das schaffen wir nicht. Zeitlich nicht und und lebensmäßig nicht mehr. Scheiße. Ekelhaft. Dann bleibt uns im Grunde im Prinzip eigentlich nur das Lagerhaus von ihr. Ziemlich komisch. Wie sollen wir da durchkommen? Spiel, hast du das mal da überlegt? Hat. Hilft der Holzschmieden? Ja, da sind wir doch dran, Mensch. Habe ich mal wieder das Offensichtliche mal wieder nicht gesehen oder so? Wahrscheinlich, ne? Ich habe das offensichtlich immer wieder nicht gesehen. Oi, Karimba.
You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Na, halte L2 gedrückt und lasse R1 los, um eine Bombe zu werfen. Juhu, du Veralten. Die Bombe bewirkt, dass bestimmte Objekte vorübergehend schweben. Cool. Ich will es da hinten gleich ausprobieren. Okay. Ah, alles klar. Man muss die auch drehen dann. Ja, gut zu wissen, ne? Das hätte man mal dazu sagen müssen, dass man die Dinger drehen muss, ne? Okay. Wir müssen also erst hier hinten hoch. Ich hätte oben bleiben sollen. Also Bombe werfen. Erstmal hier hoch. Zack. Den umdrehen. Genau. Nein, wie hatte ich dann dummes. Was bist du denn? Au!
klebt an seinem Fuß. Wie es einfach an seinem Fuß klebt. Oh, geil. Insekten. Fahr doch zur Hölle. Jawohl. Zack. Perfekt. Sehr schön. Ah, da oben drauf. Ha. Dich, kleiner Kerl. Hm. 45 von 65. Ach so. Ja, okay, gut. Müssen wir gleich nochmal auf eine Bombe warten. Also, wenn wir einen Hut gefunden. Oh. Au! Ich kann mir selber Schaden machen, gut zu wissen, ne? Zack. Ha.
Nein, ich bin abgestürzt. Oh, scheiße. Nein, ach komm schon, Kena. Oh Mann, ey. Ich komme mit ihr da nicht hoch. Sie hält sich ja dann auch da oben nicht fest, ne? Mann, ey, komm. Jetzt häng ich hier unten drunter. Jetzt komme ich mit ihr da nicht mal hoch, oder was? Ja, Leute, wir machen in der nächsten Folge hier weiter, ne? Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei Kena Bridge of the Spirit. Und dann machen wir hier weiter, sobald ich oben bin. Bis dahin, ciao, ciao.